Hey ihr Komplettisten, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ich war sehr, sehr fleißig eben wieder. Ich habe wieder mehrere Stunden gefarmt. Ach mein Gott. Ja, aber ich habe jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gleich geskillt. So, ich habe alles noch gekauft. Das kann ich vielleicht gleich nochmal ganz kurz zeigen. Oh, ich bin ein bisschen brei in der Birne, nach dem ganzen Rumgerenne und Rumgetöte. So, jetzt haben wir das. Und das letzte, der Wolkenwirbelübergang. Wir haben alles. Meister der Technik. Ja, ich habe alle Sachen geskillt jetzt. Meine Fresse, war das viel Arbeit. Immer dieselben Gegner hier schnitzeln. Ich habe halt nebenbei ein bisschen was geguckt. Serie, weißt du, geht wunderbar. Trotzdem, ein bisschen ätzend ist es leider schon. Aber wir haben es ja. Und ich hätte es jetzt auch nicht eigentlich machen müssen, aber mein Gott. Schatteneinschlag, was ist das denn hier? Der weiterentwickelte Schattensturm ist eine geheime Technik des Ashinamushin-Stils. So, geladener Schattensturm. Warte mal, ich soll es vielleicht auch mal nutzen. Ja, okay, ich muss auch treffen damit, aber cool. Gut zu wissen. Fließender Übergang. Aha. Oh, gut. Ja, die hatte ich schon mal, aber die war, glaube ich, nicht so geil. Der Wolkenwirbelübergang. Braucht Geistembleme 1, um genau zu sein. Oha. Alter Verwalter, 5 Embleme hat das jetzt gebraucht. Ah, die Reichweite verbraucht Geistembleme. Ja, gut, das war das. Und dann haben wir noch die sterbliche Klinge und die machterfüllte sterbliche Klinge. Oh ja. Oha. Boah, aber das ist so viele Geistembleme. Ist schon ganz nett, aber der Hochmensch, den haben wir auch noch. Tempo-Sprung-Tritte. Oh, ist schon ganz cool, aber irgendwie ist halt alles so eine lange Technik. Ich brauche mir sowas Schnelles, was auch kurz irgendwie was bringt. Ah, halten oder nach Gebetsschläge wirft dann... Okay. Nee. Alles klar. Das war das. Dann haben wir noch die Gebetsschläge. Das war ja schon das China-Kreuz. Ah. Loslassen, Schnellziehenhaltung aufgeben. Und ja. Testen wir mal. Hier können wir es aufgeben und so. Ah. Kostet aber auch wieder Geistembleme. Ah, ist schon ein bisschen doof, wenn das alles so viel kostet dann noch. Das war der Nachtschwalbenhieb-Umkehr und der Wirbelwindhieb. Hier, fließender Übergang, das kostet halt gar nichts. Okay, das können wir mal testen, wobei ich den Angriff da, dem Fliegen, schon ziemlich geil finde. Und Leute, ich habe mir was letztes Mal nicht gezeigt, weil ich sofort in die Pause bin, aber... Alter Verwalter, passt mal auf. Das habe ich eben, wie gesagt, gerade noch ganz kurz gesehen. Oh nein, oder? Ich hab mich doch hingesetzt, oder? Nee, Flammen des Hasses. Das ist neu. Oh mein Gott, Leute. Was ich da gesehen hab. Ich hab so ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Es könnte ganz schön hässlich werden, weil... Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht habe, aber... Ich hab so das Gefühl, das wird wieder ein ganzer Part für einen Boss. Für den da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber ich muss wohl, ne? Was haben wir denn noch alles? Unzufrieden. Ja, ich wette, das wird ein sehr, sehr großer, sehr schwerer Boss. Ach du Kacke. Oh. Dämon des Hasses. Oh mein Gott, ja. Ist er schon tot. Ah.
Ich hab nichts gemacht, tut mir leid. Oh Mann. Oh, das tut ein bisschen weh. Minimal. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Warum rumpt das wieder so? Oh, das ist mies. Das kann ich irgendwie nicht so richtig ausweichen bisher. Erste Phase. Mit einem scheiß Kopf. Oh nein. Der macht doch irgendwas jetzt. Oh! Okay, das ist gefährlich. Warte. Ich heile mich die ganze Zeit nur. Weiß nicht, ob das so cool ist. Oh nein! Okay. Hey, aber ich blende nicht mehr immerhin. Oh, vergiss das. Nein. Okay, ich bin tot. Siegreiches Brüllen. Gut. Gut, gut, gut. Du magst also Feuer, ja? Ich mag kein Feuer. Aber er ist doch ein Biest. Kann ich da vielleicht was mit Feuerwerk? Oder vielleicht mit dem Finger sogar. Warte mal. Feuerwerk und mal den Finger vielleicht testen, ha? Huh? Der kostet halt echt 4, ne? Kann Tiere wahnsinnig machen. Ist es ein Tier? Oh, danke für die Hilfe. Danke für die göttliche Hilfe. Ach, schön. Oh, das geht schnell. So krass, dieses Vieh mit seinem super Reichweite-Attacken. Okay, das wird wieder nix. Oh, das geht. Das geht wirklich.
Leute. Man kann ihn betäuben mit der Pfeife. Die Trillerpfeife. Oh Mann, oh Mann. Ah, shit. Aber gut zu wissen mit der Pfeife, dass es geht. Okay. Ich bin ja eigentlich schon tot, aber was soll's. Okay, den kann ich ganz gut ausweichen mittlerweile. Okay. Meine Beine sind böse. Kacke. Okay, 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 okay. Siegreiches brüllt jedes Mal. Das ist schon eine miese Sau, du. Das ist schon eine kleine miese Sau. Der freche Kerl da. Zu bleiben oder so eine Medium Range. Ja, wahrscheinlich ja beides schlecht. Ich muss immer so ein bisschen Heilung aufheben. Beziehungsweise so ein bisschen. Oh. Das funktioniert ja echt ziemlich gut. Aber hiervon brauche ich bestimmt noch was für die anderen Phasen, ne?
Diese Attacke. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich dagegen machen soll. Das war die 2. Aha. Ah, nein, nein, nein. Das hat niemand, der das Feuer dazu macht. Oh, jetzt brennt ja alles, wieder toll. Siegreiches Brüllen. Ich habe noch den Reis, aber ich weiß nicht, ob ich den Reis jetzt immer einsetzen sollte. Das ist schon ein Schweinchen, der Kerl, ne? Ah, scheiß. Also scheiß Riesenlatschen. Riesige, große, ekelhafte Orang-Utan. Ich mag Orang-Utans, ist. Ich will mir gerade Headbutt geben wollen. Ein bisschen Energie aufladen. Ach, nicht ernsthaft jetzt, oder? Rückweg, der reißt noch ein bisschen.
Schweinebär, Affe. Immer Affenschweinebär. Doch gar nicht. Du dummes Kackvieh. Dieses Vieh, ne? Oh, ich bin da gesprungen, du Kackhaufen.
Ja, das ist alles ganz traurig gerade. Dass die alle krank werden wegen mir, aber das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Nichts der Bauch des Schweins. Oh, guten Tag. Eigentlich ist immer so eine Sache. Typ, ne? Das ist vielleicht mal ein Schwein, dieser Dämon. Gibst du mir den Headbutt? Das war mal eine ganz gute Phase, du. Na komm. Sehr unschöner Ausblick, muss ich sagen, habe ich hier immer bei den Kämpfen. Jetzt versuche ich mal die Flöte in der dritten. Ach scheiße, ich hab keinen Reis mehr, ne? Aha.
geht. Alter, ja! Was? Wer ist das? Oh, der Dämon des Hasses! Dämon des Hasses. Der einarmige Dämon. Das ist der Bildhauer? Warte mal. Genau, indem man sich... Nee, warte mal, das steht da mit dem Bildhauer, aber... Der einarmige Dämon streifte über das Schlachtfeld, verzerrt von Flammen des Hasses. Und noch ein Lapis Lazuli. Warte mal, ist das vielleicht der Bildhauer? Unser Bildhauer, der uns den Arm gemacht hat? Oh, wie krass ist das denn, Leute? Ich krieg grad ein bisschen... Haben wir noch Geld irgendwo? Nee. Boah, das glaube ich jetzt nicht. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Ein Mann, der statt zum Shura zu einem Gefäß für die Flammen des Hasses wurde. Es schien lange so, als sei er an die sterbliche Welt gebunden. Erst als er zum Dämon wurde, konnte er diese Welt endlich verlassen. War das der Bildhauer? Krasse Sache, Leute. Ja, das war's für den Part, würde ich erstmal sagen. Schreibt mir in die Comments, was ihr denkt. War das der Bildhauer? Der ist ja verschwunden aus dem Tempel. Oh, ist das heftig. Ich bin wirklich gespannt auf das, was ihr so seht, so symbolisch jetzt gerade. Denn er sagte ja, er war früher ganz anders und er ist zur Ruhe gekommen, irgend sowas, ne? Der Bildhauer, ich schätze mal, das war der wirklich. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wäre cool, wenn ihr wieder einschaltet nächstes Mal. Ja, danke einfach. Wir sehen uns zu Sekiro. Macht's gut.